reicht. So, ich hatte es ja schon angekündigt, vielleicht sollten wir einfach mal auf den mittleren Schwierigkeitsgrad. Errichte eine Gemeinschaft und stelle dich in Gefahren des Planeten, empfohlen für erfahrene Strategiespieler, die das erste Mal Rimworld spielen, oder für erfahrene Rimworld-Spieler, die etwas Raum zum Atmen haben wollen, um witzige oder seltsame Ziele zu verfolgen. Hier gibt es Zeit zum Wachsen und Gedeihen, aber trotzdem ist es ein gefährlicher Planet. Okay. Wollen wir mal schauen. Wir sind immer noch hier. Diese ganzen Prügeleien sind passiert. Dafür hat sich, wie er jetzt heißt, Nussi der Kolonie angeschlossen. Nussi unterhält sich mit Constantia. Nussi erzählte Constantia etwas über Musik. Und über die Kolonie. Und über Freunde und Essgewohnheiten. Und Glückseligkeit. Meinung zu niedrig, okay. Er hat doch überhaupt gar keine. Doch da unten. 32. Er hat jetzt nur sich schon eine Waffe, ja. Das Doppelzimmer ist immer blöd, weil wenn der eine dann wach ist und der andere schläft, dann stört er den Schlaf. Guck mal. Nussi guckt sich den Himmel an. Schaut den Wolken zu. Nussi, Nunu. So. Ein übler pinker Parker. Okay. Das ist angeblich immer noch Winter, ist der letzte Tag des Winters und wir haben noch Tiere übrig. Und die meisten Tiere, eigentlich alle Tiere, können sich sogar noch bewegen. Das ist gar nicht so verkehrt. Sagt es und da wird ein Enterich zerfleischt. Die letzten Ereignisse im Leben vom Enterich Nummer 6. Unterernährung löste bei Enterich Nummer 6 einen Kollaps aus. Rotfuchs bis Enterich Nummer 6. Dabei wurde dessen Kopf und Hals verschlungen. Das fehlende Körperteil Kopf kostete Enterich 6 das Leben. Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Wo ist denn dieser Rotfuchs? Ist der bei uns drin? Ich sehe keinen Rotfuchs. Ich sehe nur ein gutes Eis verrottet. Toll. Ach, Carsten, was ist denn nun schon wieder? Carsten ist zusammengebrochen, läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune, der Auslösungsfaktor war, wurde beleidigt. Okay. Können wir schlecht was gegen tun? Können mal gucken, von wem Carsten beleidigt wurde. Das muss ewig her sein, dass Carsten beleidigt wurde. Nun und Carsten unterhielten sich über Xenohumanoide. Okay. Das wird's nicht gewesen sein. So, also wir haben den Herrn Nussi zuerst überzeugt, sich der Kolonie anzuschließen. Nicht Constantia, die schon mal Teil der Kolonie war, und auch nicht Nunus Bruder. Das ist ein schwaches Bild irgendwie. Erstaunlich ist, dass Nuno auch immer versucht, Constantia zu überzeugen und Jefim steht daneben und
Ja, ist halt noch nicht so weit. Dass sie diese von irgendeiner komischen Piratenkolonie gehirngewaschenen Leute wieder zurückgehirn waschen müssen. Sammlung von Forelle, okay. Das ist gut. Viele Hände schaffen schnell ein Ende, wie meine Oma immer sagte. Feinde gegen Bezahlung. Schauen wir mal an, was das ist. Bore Kurs, Herzogin der Fraktion Land der Ewigkeit, hat ein dringliches Anliegen. Drei Ureinwohnergruppen der Fraktion Die Leute der Fläche schikanieren ihre Karawanen in der Nähe. Bore möchte, dass du sie zum Kampf herausforderst, um sie von den Karawanen wegzulocken. Die erste Ureinwohnergruppe besteht aus 5 Berserker, 1 Berserkermeister, 5 Bogenschützen, 2 Büßer, 4 Jäger, 1 Krieger und 3 Langbogenschützen. Kurz danach werden 2 weitere Gruppen ähnlicher Größe eintreffen. Das sind jede Menge Leute. Läuft in 7,9 Tagen ab. Wenn da das Gefängnis schon fertig ist, dann vielleicht. Aber so ein heiler Mech-Serum ist großartig. Ich glaube, das gibt man den Leuten und dann können Körperteile nachwachsen beispielsweise. Das ist gar nicht so schlecht. Und die Leute der Fläche mögen uns eh nicht. Ich würde einfach mal sagen, das wäre schon cool, wenn wir das annehmen könnten, ne? Das wird uns zwar wieder in den Arsch beißen, dass wir hier, dass wir denken, also dass die Hybris hier, dass wir die besiegen können, uns befällt, aber wir versuchen's. Ah! Ich krieg Sturmsoldaten dazu, die mir helfen, gegen die zu kämpfen. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Das ist ja super cool. Meine Fresse. So, was können die noch machen? Ich habe gar keine Betten für die. Ah, das reicht. Was sollen die essen? Was sollen die alle essen? Scheiße. Aber gut, wenn die uns helfen. Achso, das Shuttle ist weggeflogen. Gut. Das ist... Viele freundliche Helferlein haben wir jetzt. Was haben die denn für Waffen dabei? Biokodiertes Sturmgewehr. Das heißt, man kann denen noch nicht mal die Waffen wegnehmen, weil die biokodiert sind. Biokodiert. 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 Okay, das bringt mir gar nichts. Ja, gucken, wen wir da haben. Adeodata, Kostus, Baske, Petronella, Romanos, Butates und Bardanes. Okay. Carsten läuft nicht mehr traurig umher. Ist er umgefallen oder was? Nein, er schläft. Okay. So, hungernde Tiere schon wieder. Yorkshire Terrier Nummer 1. Hier liegt genug Fleisch rum. Ja, siehste, hat er auch schon gemerkt. Er frisst die Bären.
Das sieht schon mal nicht schlecht aus hier. Das ist schon ein guter Anfang. Bauen wir ein paar improvisierte Betten für die Sturmsoldaten. Wir könnten ja hier in den Denkmälern könnten wir ein paar Betten hinstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wären sogar richtige Betten, könnten wir hier noch so ein Dingens und ein paar Nachttische hinstellen. Und Licht reinmachen. Und dann natürlich Strom reinlegen. Das ist toll, die helfen beim Essen machen. Finde ich gut. Das ist super. Einer schneidert uns sogar hier einen Mantel. Die können ruhig öfter kommen. Butates hat einen Nervenzusammenbruch. Und die anderen drei auch. Okay, warum? Sehr hungrig. Ja, dann ist halt was. Immer wenn meine Frau sagt, ist was, dann tue ich das. Dann esse ich was. Ach nein, bitte nicht. Bitte nicht. Was ist mit Constantia? Rechtes Ohr, linker Fuß, okay. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Wow. Ach, das ist seine bescheuerte Armklinge, ne? Ich habe doch gesagt, wir hätten die mit ihm abmachen sollen. Jetzt hat er hier dem Sturmsoldaten die halbe Hand abgeschnitten. Rechter Daumen, rechter Zeigefinger, linker Mittelfinger. So drei. Ach du meine Güte. So fünf Bier für die Leute vom Sägewerk. Ah, großartig. Okay. Ja, Jefim hat nur Prellung. Und der Typ, der geschickt wurde, um uns zu helfen, hat insgesamt nur noch drei Finger jetzt. Ach je.
Naja. Ja, alle brechen zusammen. Ah, siehst du, hier haben wir aber jetzt die Betten drin. Costus. Ade toti tati. Baske. Ade doda. Achso, die hat schon. Haben wir nicht alle schon zugeordnet? Das sind noch mehr als vier, oder? Badanis haben wir. Butates fehlt noch. Butates. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also Kostos haben wir. Adidotata haben wir, Baske haben wir. Haben wir Petronella? Petronella fehlt noch. Petronella. So, wann greifen denn jetzt diese Leute an hier? Oder muss ich da selber hingehen? Was ist da los? Bewusstloser Kolonist. Kostas und Baske prügeln sich nicht mehr. Kostas hat ein Prügel. Toll, kriegen wir hier Soldaten und die prügeln sich. Die sind es hier, die Leute der Fläche, ne? Ja. Na gut. Beleidigungstour. Okay, auf dem Boden schlafen mögen die nicht. Bench beleidigt. Okay, das wollen wir aber genau wissen. Bench verglich Adeodata mit einem Fuchs. Sie beleidigt lauter als die Großzügigkeit von Bench. Okay. Aha, nannte Sohn von Bench einen Schuft. Den Sohn von Bench? Okay. Woher kennen die sich? Hat die irgendwelche. Wat? Markus hat eine Prügelei mit ihr angefangen. Okay, Markus lässt sie immer provozieren zu Prügeleien hier. Okay, das war's auch schon wieder. Aber dann noch einmal beschweren, dass der Thronsaal unwürdig ist. Ach, Fressattacke. Obwohl du den selber blutig gemacht hast, ja. Ambrosia. Ach Gott, jetzt fressen die einmal auch noch das Ambrosia weg hier. Ist ja schön, dass wir hier so ein paar Leute kriegen. Aber eigentlich sollten die ja nur darauf aufpassen, dass wir nicht angegriffen werden und hier nicht das Ambrosia wegessen.
jetzt die Hälfte von den Leuten schon irgendwie unter irgendwelchen Einflüssen. So, abscheulicher Schlafsaal, immer noch. Ist doch schick hier. Noch so ein, wurde beleidigt, starke Schmerzen. Katharsis, okay. Ja, wenig Nahrung, das ist dabei, ne? Wenn sich alle miteinander schlagen und dann im Bett liegen und nicht auf die Felder können. Zum Beispiel, die alle noch nicht bestellt sind, aber ist auch noch nicht so besonders warm draußen, also kann man das auch verstehen. Botates ist besessen von Leichen. Ja, da sollte er ja genug finden hier. Botates. Und wir graben wieder Sissi Nummer 1 aus, oder was? Ja. Die Kriegerin Sissi. Und legen die Bong bei Carsten auf dem Küchentisch. Carsten denkt sich jetzt. Carsten und Botatis teilten ihre Hoffnung zum Thema Freiheit. Constantia hat sich der Kolonie angeschlossen, jetzt wo wir eh schon 1000 Leute haben. Okay. Gucken wir mal, was Constantia so kann. Kostus haben wir noch überhaupt gar nicht Befehle gegeben. So, und Constantia, was konnte die nochmal? Die konnte Kunst. Die konnte bauen. Und die konnte nach den Kranken schauen. Okay. Supi. Hier oben haben wir noch ein Bett, ne? Ja. Nee, da wohnt Romanos. Romanos soll doch aber in die Baracke zu den anderen Soldaten. Eieiei. Romanos, Oeon, Domos. Und hier kommt der Conny hin. So, wunderbar. Was ist denn da schon wieder los? Ach so, scheiß Fuchs wieder. Fuchs, du hast das Alpaka gestohlen. Gib es wieder her. Ja. So, ich warte ja immer noch die ganze Zeit. Oh, siehst du mal, da haben wir einen Timberwolf, der ist mitten in die Fallen gelaufen, während der Fuchs sich dran vorbeischleichen konnte scheinbar. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass wir angegriffen werden hier.
in unserer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Personen. Statt hier, vielleicht sollte ich die mal. Achso, die haben. Geben wir denen mal Spitznamen. Machen wir vielleicht das nächste Mal. So. Irgendwie kommt keiner. Kolonist nicht beerdigt. Ach, da oben. Dies kann zu Konsequenzen führen. Den schicken wir mal. Nussi kann damit um, glaube ich. Okay, in den Sarkophag. Auch nett. Ist es mittlerweile warm genug? 15 Grad, ja, sehr gut. Dann setzen wir die ganzen Soldaten mal mit auf Feldarbeit, die dürfen, was nicht viele sind. Ach, toll. Nussi benannte junger Yorkshire Terrier in Freud um, nachdem es gehätschelt wurde. Was? Jäger ohne Fernkampfwaffe. Baske hat keine Fernkampfwaffe. Warum hat Baske keine Waffe? Hat er fallen gelassen, oder? Wo hat er die hingetan? Ich kann sie ja nicht benutzen, also will ich ihm auch ungern eine von meinen geben. Weil die können wir wenigstens noch verkaufen. Der hat sich geprügelt und dabei die Waffe fallen gelassen. Und jetzt liegt die irgendwo. Aber wo? Ich wüsste, wo die sich geprügelt haben. Das wäre schon gut. Hier vielleicht? Nee, hier liegt nur Pemmican rum. Ich habe keine Ahnung, wo die Waffe liegt. Irgendwann wird sie hier irgendwo landen. Ach so. Textilienhändler. Carsten schläft gerade, wollen wir ihn nicht wecken? Nehmen wir Kerstin mal. Zack. So. 29 Wolfsfell kann weg, Kamelhaut kann weg, dünnes Leder kann weg und Vogelleder kann auch weg. Die Wolle und das behalten wir. Dann können wir hier den ganzen Quatsch verkaufen. Cowboyhut aus Alpaka-Wolle. Und bekomme ein wenig Silber dafür.
okay, ich warte jetzt noch eine Minute, bis diese Leute angreifen, die da angreifen sollen. Sonst habe ich das Gefühl, mir wurden diese Soldaten einfach geschickt, weil die irgendwo zu viel sind. So, dann bauen wir hier mal ein paar Betten hin. Bauen wir hier einen Tisch zum Essen. So, und machen daraus ein Gefängnis. Wo ist Baskes Waffe? Das kann doch nicht sein. Nee, aber irgendwie tut sich da nichts mit Angreifen und so. Also würde ich mal sagen, hoffen wir mal, dass es das nächste Mal passiert. Und auf Wiedersehen.